Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit Dirk Hilger. Ich freue mich sehr, dass er hier wieder mit uns das Webinar macht und ich freue mich natürlich auch sehr, dass Sie heute alle da sind. So, ich muss aber gerade hier noch was gucken. Ah, nee, das läuft. Perfekt. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXWet. Und bevor wir starten, schauen wir uns immer den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen, auch wenn der Dirk vielleicht gleich hier den einen oder anderen Trade macht. Und ja, diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Sehr schön. Dann, lieber Dirk, kriegst du jetzt den Bildschirm. Und ja, viel Erfolg, viel Spaß. So, ist da, ne? Gut, einen wunderschönen guten Morgen hier aus Köln. Von meiner Seite gut so blau wie hier auf dem Bild sieht der Himmel nicht aus. Aber heute starten wir dann, wie es aussieht, mal ohne technische Schwierigkeiten, ohne Verzögerung, weil letztens habe ich mir einen Einlauf abgeholt vom Chris, der für mich das Marketing macht. Und ich hoffe, heute ist er dann mal stolz auf mich und kann dann mal sagen, ey, das funktioniert ja alles auf Anhieb. So soll es natürlich auch sein, weil das natürlich auch immer so ein bisschen nervt, wenn wir mit technischen Problemen daherkommen. So, ich hoffe, es geht euch allen gut soweit, wie es dem Markt heute geht. Das werden wir da wohl gleich noch irgendwie rausfinden. Und ich hoffe, dass wir ein bisschen wohler kriegen, weil beim letzten Mal, letzte Woche war das, ne? Genau, da haben wir ja auch wieder tatsächlich das Phänomen gehabt, dass wir dann wirklich bis auf den letzten Drücker dann warten mussten. Und wir haben ja dann so getan, als wäre das Webinar zu Ende, weil das immer so das Zeichen für den DAX ist, dann halt den Trade endgültig dann eben auch aufgehen zu lassen. Und das war beim letzten Mal wirklich schon ein bisschen lustig. Ich hoffe, das ist heute nicht so. Und aber unterstreicht natürlich wie immer das, was der Nelson ja auch gesagt hat, bitte eigene Entscheidungen treffen, nicht unbedingt nachhandeln und weil es ist vor allen Dingen einfach immer der Zeitfaktor, der halt hier reinhaut und den ich halt natürlich nicht beeinflussen kann und wir können aber auch nicht jedes Mal dann irgendwie eine Dreiviertelstunde überziehen, nur weil der Markt sich nicht bewegt. Und im Zweifelsfall muss man dann halt eben auch sagen, so gut, das war es dann bis hierher und dann muss man halt sehen, ob das Ding danach aufgeht. Ich versuche natürlich in den Webinaren ganz klar halt immer einen Trade oder fast eigentlich immer einen Trade dann so zu platzieren, dass er im Webinar aufgeht, aber halt eben auch nicht immer, ne? Und deswegen kann es dann halt auch sein, dass man mal einen Trade irgendwie dann halt irgendwie aufmacht, hier während der Eröffnung, den wir dann aber halt hier nicht mehr zukriegen. Das kann passieren, weiß man halt nicht, muss man halt gucken. So, also, ich gehe mal direkt auf das Hauptbild hier rüber. Achso, ja, übrigens hier, ne? Beschleuniger, ich hoffe, das funktioniert in irgendeiner Form mit dem Espresso. Und ich gehe jetzt aber mal rüber hier aufs Hauptbild. Ich freue mich natürlich auch immer. Eine Sache, es fällt mir auf, wo ist Nelson? Oh, Moment. Moment, das ist natürlich richtig. Wieso steht der denn da? Das geht nicht. Nee, das geht gar nicht. Warte, ich muss den hier mal irgendwie, den Nelson da trapieren. Moment, das ist natürlich ganz wichtig. So, jetzt mal gucken, ob er da ist. Ist er? Ja, Beweisbild. Ah, okay. So, Nelson auch am Start. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. So. Ja, es muss ja alles in Ordnung haben hier, ist sowohl klar. So, okay, also hier, wie immer auf der linken Seite der DAX, auf der rechten Seite der Dow. So, insgesamt passt das alles so, was hier mit der Richtung gelaufen ist. Gestern sollte es ja auch nicht runtergehen. Am Freitag war meine Lieblingsrichtung oben, nur nach oben am liebsten. Das hat er halt auch ganz wunderbar gemacht hier, der DAX. Das war aber auch für meine Begriffe, war das wirklich so ein Elfmeter, ja. Ich habe irgendwie auch so bis hierher, also hier am Freitag mal gemessen, gedacht so, okay, bis 4,51 kann das Ding auch noch irgendwie nochmal kippen. Aber so wie der sich hier aufgestellt hat am Freitag schon in der ersten Stunde, war klar, das Ding kommt nicht mehr runter und geht damit der Wunschroute nach. Für mich war das einfach das Indiz dafür, war halt hier der Donnerstag, der sich hier wieder deutlich, wirklich deutlich, trotz neues Tief hier an der Stelle. Na, hier ist es ja, Moment, ich gucke, mein Zeichentool müsste nämlich eigentlich auch funktionieren. Ich hoffe es zumindest.
Nö, funktioniert nicht. Wieso nicht? Moment. Gucken wir, ob wir es hier noch an Start kriegen. Eigentlich ging das nämlich auch. Nur hier vielleicht nicht auf Knopfdruck, aber heißt ja nichts. Jetzt nochmal. Ach, da ist es. So. Also, da war halt hier einfach dieses. Wo ist das? Da sieht man es halt, ne? Dieses abfallende Tief, trotzdem hier ein neues Tief gemacht und dann sticht er halt einfach deutlich hier nochmal in die Zone halt rein und da ohne Rücksetzer und dann ging das Ding halt hier ab der Stelle entsprechend drauf. So, und gestern war auch nicht unbedingt mit dem Rücklauf zu rechnen. Warum auch? Er steht ja hier oben, beziehungsweise hat halt recht deutlich hier oben drin geschlossen. Das ist natürlich ein Widerstandsbereich, aber das heißt ja auch nicht, dass es unbedingt sofort dann auch gleich wieder runterfallen muss. Vor allem nicht, wenn der Markt so deutlich drin steht. So, die 574 hier auf der Unterseite, die hätte er schon noch irgendwie abholen können, hat aber auch nicht gemacht. Und von daher ist da halt erstmal auch wiederum Stärke auch für heute zu erwarten. Jetzt habe ich aber auch einen Blog geschrieben, der kann natürlich auch gerne mal irgendwie eine Runde korrigieren, weil halt gestern jetzt nicht so wahnsinnig viel gekommen ist. Das heißt aber auch nicht, dass er jetzt irgendwie hier komplett runterfallen muss, wieder aus der Zone raus, wieder da unten in diese Range. Es muss nicht sein. Also mir würde tatsächlich reichen, irgendwie vielleicht so ein kleiner Dip hier unter den Vortag und dass wir dann halt die Oberseite attackieren hier bei 15.800. Das wäre so ein bisschen das Wunschszenario. Muss man aber halt jetzt gleich mal sehen, ob das dann aufgehen kann oder nicht. Auf der rechten Seite. Der Dow, da sieht man halt zum Beispiel recht deutlich, der ist halt hier gestern in den SMA 20 von unten, hat er deutlich reingestochen. Auch hier, das ist natürlich nicht alles, ja, was man halt hier sieht, sondern auch hier sieht man, da waren ja diese Ports hier im Daily halt immer, ne? Und das heißt, hier in dem Bereich und was halt vorher eben Support war, wird anschließend Widerstand. Das ist ja diese berühmte Wirkungsumkehr, die ich ja immer handle. Von daher macht das natürlich absolut Sinn, dass der hier nicht einfach durchläuft, sondern dann erstmal eins auf den Deckel kriegt. Es kommt er aber auch hier von unten mit relativ Bums da unten an und sticht hier relativ deutlich rein. Das heißt, auch hier, es ist nicht gesagt, dass halt der jetzt nicht über den SMA 20 als Beispiel drüber kann. Das ist natürlich Quatsch, ne? Also der kann da halt schon durch. Aber wie man sieht, nicht ganz so einfach. Und vor allem dieser Bereich hier mit irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tageskerzen, die da oben draufstehen, das wird wahrscheinlich nicht so einfach. Mir wäre natürlich schon am liebsten gewesen, der wäre auch gestern hier einmal direkt komplett bis oben hin rausgelaufen. Hat man dann gesehen, okay, das funktioniert nicht, war dann doch ein bisschen zäher unterwegs und entsprechend haben wir hier eine relativ kurze Tageskerze. Da halt gestern. Und das ist ja halt der Sache halt hier einfach, beziehungsweise der Tatsache geschuldet, dass er vielleicht der Freitag ein bisschen zu stramm gewesen ist. Wobei ich hätte mir am Freitag auch schon gewünscht, dass wir direkt von hier starten und dann sofort da oben in die 600 reinlaufen. Gut, das waren natürlich 600 Punkte. Long ist natürlich nicht so einfach zu machen und aber heißt nicht, dass es nicht aber in zwei, drei Etappen funktionieren kann. Das heißt hier halt auch, also eigentlich betrachtet, gibt es ja auch gar keinen Grund, gerade Short, sondern eher erstmal hier seitwärts, weil man wird halt sehen müssen, ob das ganze Ding hier jetzt in einen Dip verwandelt werden kann oder halt nicht, ne? Und von daher sind hier erstmal so überhaupt nicht alle Richtungen erlaubt und man wird sich hier auf das Kurzfristige dann halt irgendwo einstellen müssen. Also jetzt, ich würde mich jetzt nicht hier hinstellen und sagen, im Daily, ja, heute Abend stehen wir hier oben bei der 33768 hier über dem alten Gap. Das weiß ich nicht, ja. Das ist, halte ich für so ein bisschen tricky. Da versuchen jetzt an der Stelle irgendwie irgendwas orakeln zu wollen, was dann nachher unbedingt so aufgehen muss. Sondern ich sehe halt hier einfach nur, wir haben halt hier den Druck vom Freitag nach oben. Wir haben gestern ein bisschen zurückhalten und stehen halt hier so an einem Bereich, wo es nicht ohne weiteres weitergeht. Und das passt natürlich ja auch zum DAX ganz genauso. Der steht hier in der roten Zone. Die ist ja nicht umsonst rot, sondern das ist, sieht man jetzt hier nur leider nicht mehr so gut, weil das halt schon so ein bisschen länger her ist. Aber hat eben auch seine Gründe und hat halt auch hier, wie man sieht, in der Vergangenheit, das ist natürlich jetzt irgendwie letztes Jahr gewesen, da auch schon öfters deutlich reagiert. Komm, bleib mal hier.
schon öfters deutlich reagiert und hier auch, wo er reingelaufen ist, in den Widerstandsbereich, da sieht man es ganz genau. Ne, bis auf die Oberseite ist er gelaufen. Ich glaube, die war damals auch schon rot und dann halt eben runter. Und das heißt also hier einfach mal in Wellen aufgedröselt, ist das nichts anderes als hier eine Korrekturwelle und deren Oberseite eben hier am Ende der roten Zone liegt. So, hier sind immer natürlich noch ein paar mehr. Ne, das heißt, so ganz einfach einzugrenzen ist es nicht, aber es ist ein Widerstandsbereich und der darf auch mal reagieren. Von daher sage ich mal, da ist erstmal eigentlich alles erlaubt. So, ich gucke jetzt mal, gehe mal auf das andere Bild, schalte mal hier gerade um, gucke, ob da alles vorbereitet ist, sieht aber soweit erstmal gut aus. So, das heißt also, wie hier immer auch im kleineren Timeframe, die ganze Geschichte dann nochmal. Muss jetzt zwischendurch mal kurz einen Schluck Wasser trinken. Irgendwie geht mir hier immer geht meine Stimme verloren hier. Ihr dürft natürlich auch in die Kommentare reinschreiben. Und weil ich ja eigentlich immer ganz nett finde, dass ich hier nicht als Einziger rede und hier gerne auch mal Sachen irgendwie aufgreife. Was will der Nelson, Nelson fragt, will er wie den DAX handeln? Ja, das kann tatsächlich passieren. Glaubst du nicht, dass Pauls Rede vor dem Kongress etwas Bewegung reinbringt, besonders wenn die Zinsen was ändert? Ja, sicher, klar. Ne? Ich meine, das ist ja grundsätzlich, sind News ja immer was Gutes, was die Wohler halt angeht. Und ist dann natürlich, kann dann natürlich auch sehr hilfreich sein. Das ist aber erst irgendwie um 16 Uhr heute. Ne? Und von daher, solange werden wir das Webinar jetzt hier nicht unbedingt ausdehnen können. Von daher, Echt? also kann sein, dass das irgendwie Bewegung bringt, ich weiß es halt nicht. Ne? Das ist ja halt jetzt auch irgendwie so ein bisschen mutmaßen. Und vom jetzigen Bild her, jetzt mal rein Overnight betrachtet, das ist halt immer das Ding. Man sieht hier auf der über Nacht war halt das Volumen hier sehr, sehr dünn. Ich hätte eigentlich mal VPOC hier an den Start bringen können. Das habe ich aber tatsächlich jetzt schon wieder verballert, weil hier auch nicht die aktuellste Version vom Stereo Trader drauf ist. Aber dann machen wir halt hier so ein bisschen Blindflug. Das ist auch schon okay. So, das heißt also, das Volumen hier super dünn hier auf der Oberseite heute Nacht. Da muss man halt mal sehen, ob der da überhaupt rein will. Aber generell stehen wir jetzt halt hier auch im kleinen Timeframe da unten auf, einem Support eben auf. Das ist ein bisschen falsche Farbe, aber ist jetzt nicht so wahnsinnig tragisch. Trotzdem, ich ändere es mal ein bisschen. Was ist das denn für eine Farbe? Das wollte ich nicht. So, genau. Und hier im DAO das gleiche in Grün. Da habe ich gestern habe ich mir einen Short eingefangen, einen kleinen. Und den kann man mal irgendwie auch noch versuchen, ob man den weiter runterkriegt, weil der hängt eigentlich analog hier mit dem DAX ganz gut gerade zusammen. Ich gehe noch mal gleich auf die kleinere Betrachtung auch ein. Hier ist natürlich die Stunde und im DAX hier das gleiche in Grün. Also was man hier im DAX sieht, ist, wenn man mal den SMA 20 als Beispiel dazu nimmt, wobei, da muss man immer, finde ich, so ein bisschen aufpassen. Also dieses SMA 20 Ding, das ist eher was, das funktioniert in den US-Werten irgendwie besser als beim DAX, habe ich zumindest immer den Eindruck. Also was halt, was man halt hier sieht, ist, der DAX hängt halt hier drunter, unterm SMA 20 und der DAO hängt halt noch drüber. Ne? Und von daher ist das so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, das ganze Ding hier. Und da würde ich nicht unbedingt so wahnsinnig viel drauf setzen. Was ich halt hier einfach deutlicher sehe, ist dieser Support, aber eben auch in einem Bereich, wo halt jetzt nicht wahnsinnig viel Volumen einfach auch da ist. Also über Overnight, da ist halt einfach ja mehr oder weniger nichts passiert. Also sieht man auch hier irgendwie 3000 Kontrakte so irgendwie. Das ist halt nichts. Und so über den Tag verteilt werden das dann halt schon irgendwie 30 mal mehr. So, aber mal gucken, wie die Eröffnung hier reinkommt. Wahrscheinlich, ich würde mal tippen, aber es ist eine reine Vermutung, erstmal long, weil wir hier nochmal so einen kleinen Support haben und vielleicht gelingt es ja auch irgendwie relativ schnell, irgendwie hier ein paar Punkte rauszuschneiden. Ja, aber nicht, wenn man so lange überlegt. Das ist halt auch klar. So, hier an die Oberseite von der 8-Uhr-Kerze dran. Gap Close. Könnte man jetzt mal versuchen, erstmal kurz zu shorten.
Einfach mit kleiner Size und dann einfach nochmal hier auf Anfang zurück. Mal gucken, ob das gelingt. Das ist jetzt natürlich erstmal hier so eine Versuchs-Size, aber es muss ja auch nicht immer irgendwie die dickste Position sein, ne? So, aber das hier einfach nur an die Oberseite von der Eröffnung von 8 Uhr macht für meine Begriffe dann auch schon Sinn. Gucken, was der Dow parallel dazu gesagt hat. Nix. Okay. So, und könnte dann jetzt eben auch einmal nach unten rausdrücken oder zumindest halt mal kurz die Stunde farblich umgestalten, einmal umlackieren, umtapezieren und dann mal sehen, ob wir da unten halt durchkommen oder nicht. Ne? Aber halt hier dieser Support, der dürfte jetzt eigentlich relativ schnell nochmal getestet werden. Wenn der jetzt nochmal hochgeht, würde ich den oben auch skalieren. Das heißt also eine Ecke höher nochmal einfangen, weil ein Kontrakt ist jetzt natürlich nicht unbedingt so das, was halt hier ausreichend wäre. Außer er läuft jetzt 50 Punkte am Stück, dann ist es mir natürlich auch egal, dann ist es in Ordnung. Ne? So, aber na, mal gucken hier ein neues Tief als Beispiel. Mal gucken, ob das kommt. Und dann halt irgendwie direkt mal erstmal ein Trail rein. Und ja, 5 Punkte ist für den DAX ein bisschen viel, 3 Punkte Distanz. Und dann mal gucken, ob das funktioniert, ob wir den einmal da unten durch gestochen kriegen oder ob es das halt schon war. Ne, das ist natürlich jetzt eine relativ schnelle Bewegung, aber halt eben auch recht plausibel für meine Begriffe jetzt erstmal, also den halt hier so schnell da oben abzufangen. Wenn es jetzt natürlich irgendwie 5 bis 10 Minuten dauert, dann wird es natürlich ein bisschen anstrengend. Was man aber hier auch noch sieht, wenn man mal einfach bei dem SMA 20 Ding bleibt, also wir haben hier einmal den auf der Stunde von unten, der M15er biegt sich nach unten, das ist okay. Ne, das sind halt beides schon mal irgendwie Argumente, die da reinspielen, um den hier mal kurz ein paar Punkte nach unten zu handeln. So, aber irgendwie viel scheint da gerade nicht mehr zu kommen. Trotzdem heißt da nichts, aber ich würde halt schon versuchen. Also wer jetzt irgendwie nur scalpen wollte, der hatte jetzt hier irgendwie gerade 20 Punkte schon fast gesehen. Beziehungsweise, ja. Geht ja auch darum, was ist cool, die PL auf dem SL. Was? Ach so, ja, ach ja, da oben, ja. Da habe ich eben vorhin was verkurbelt. Das ist aber auch nicht die PL, das ist das Risk. Ne? Der Martin, ne? Genau, Martin. Du solltest mal unbedingt deinen Skype mal checken. So, bin ein bisschen sauer. Das aber nur mal am Rande. Weil ich irgendwie da schon seit Tagen schreibe und da keine Antwort kommt. Ja, mach Eieiei. mal. So, siehst du, jetzt hast du mich hier abgelenkt. Es ist mein Trade hier schon direkt wieder Mist. Mal gucken, was macht der Dow gleichzeitig? Der macht nichts. Okay. So, und das heißt, ich würde jetzt dann sollte man hier jetzt halt, wenn man das bisschen weiter nach unten verfolgen möchte, hier die 655 käme jetzt einfach hier aus dem Live-Chart, das wäre das nächste Level. An der Stelle mit dem Übertritt wäre es halt hier der R2 und auch damit hier oben der SMA 20 im M15. So, das heißt, die würde ich jetzt hier mal skalieren, dann tatsächlich auch. Und dann mal gucken, ob das ein Trade wird, der halt bis irgendwie 9:30 Uhr oder so dann halt laufen kann. So, ich muss hier nochmal ganz kurz auf der anderen Seite was gucken. Ja, es passt alles soweit. So, falls nicht, und dann nehmen wir den eben mit ein paar Punkten mit. Hätte man natürlich jetzt auch schon mit der nötigen Konzentration, mit größerer Size direkt hier machen können und da unten einfach das Ding loswerden. Ne? Ist halt auch klar. Aber halt im Webinar, wenn man halt irgendwie viel erklärt. Und da ist es mir eigentlich mittlerweile lieber, wenn es jetzt nicht gerade NFPs sind, wo man sich von vornherein ja drauf einstellt, das wird eine Affäre von ein paar Sekunden, ist es mir in so einem Eröffnungswebinar eigentlich mittlerweile lieber irgendwie dann mit kleinerer Size und dafür halt irgendwie vernünftig begleitet und erklärt, als da jetzt halt hier irgendwie so unbedingt in einer Minute den riesen Reibach zu machen, was ja hier tatsächlich gelungen wäre, ne? Also wenn wir jetzt hier als Beispiel, keine Ahnung, 20 Kontrakten da halt einmal kurz reingegangen wäre, dann da unten raus, dann wäre der Tag auch schon fertig. So, das heißt, jetzt hier, wir drücken jetzt nochmal, ja, wie es aussieht, hier unten rum. Für mich entscheidend ist wie immer der M15 als erster größerer Timeframe, der halt auflöst.
Und der hat natürlich jetzt noch ein bisschen Zeit. Der M5 könnte nochmal hochdrücken, ne, weil man sieht ja hier, er weigert sich so ein bisschen an der Eröffnung irgendwie da überhaupt nochmal anzuklopfen, außer er macht es jetzt und dann geht er wahrscheinlich auch dann direkt unten durch und löst dann halt hier wohl den Trail aus. Ne? Aber jetzt hier irgendwie einen Short unten dran setzen, kann natürlich auch daneben gehen. Ne? Lustigerweise haben wir jetzt hier auch unseren EMA 200. Ich muss den ja immer belächeln. Also ich finde den immer total lustig, weil ich kann damit nichts anfangen. Weil wenn man das mal, ne, das gebe ich wirklich mal denjenigen, die glauben oder die behaupten, man könnte damit irgendwas handeln. Ja, ich habe ja noch keinen einzigen gesehen, der es mir beweisen konnte. Aber immer ganz viele, die sagen, oh, der ist super. Ne? Aber irgendwie so Strategie, Fehlanzeige. Was halt wirklich oft so oft viel einfacher ist. Ne? Wenn man den, deswegen habe ich den auch drin, weil ich lasse mich. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum ich den immer drin habe. Das ist eher so mittlerweile Gewohnheit, glaube ich schon, weil das Ding so oft thematisiert wurde und ich mir das immer wieder angucke und immer wieder denke so, ich kann damit nichts anfangen. Ja? So, der läuft zwar manchmal dahin und dann scheint er irgendwas zu machen, aber gleichzeitig irgendwie läuft er auch genauso oft durch und wo einfach dann halt nichts passiert. Von oben einfach ab da long zum. Dann nein, ich glaube das nicht, ja. Also ich will das sehen. Ich will das sehen. Und mir reicht auch nicht, der Lutz verteidigt den immer, auf gestern Abend zu gucken. Ich habe es tausendmal gesehen, wo der einfach in alle Richtungen durchgeknattert ist. Und wo ich dachte, so niemals lässt sich da irgendeine Strategie ableiten. Das Einzige, da habe ich ja auch mal was dazu geschrieben, ist, wenn der halt irgendwie so außerhalb von seiner Range liegt, zum Beispiel, ja. Und dann wird er gerne mal genommen, um irgendwie mal hinzuspringen und dann halt so als kleiner Fehlausbruch und dann halt wieder zurück. Das kann aber auch halt wiederum Zufall sein. Ne? Und aber was ich halt wirklich jedem empfehlen kann, ja, ist, der das Ding handelt, mach doch einfach mal irgendwie ganz simpel einen SMA 20 in anderen Timeframes an und dann wird man so oft sehen, dass es eigentlich der war, der dann genau da gelegen hat, ja. Und irgendwie nicht, genau wie hier jetzt auch. Ne? Hier haben wir es jetzt im H1, ist es der 20er an der Stelle, der halt hier mit reinspielt. Dann haben wir natürlich, darf man auch nicht vergessen, das ist einfach die 8-Uhr-Eröffnung da oben. Es ist der R1, also es sind tausend andere Sachen. Und zufällig liegt die rote Kurve auch da. Ja. Das ist, ja. Also wie gesagt, was sowas halt angeht, Strategien. Man sollte die zumindest irgendwie halbwegs in der Automation belegen können. Wenn das nicht gelingt, ja, also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ja, wenn er von oben an EMA irgendwas kommt oder SMA irgendwas und dann prallt er ab, dann muss es ja irgendeine Möglichkeit geben, das zumindest so zu automatisieren, dass halt irgendwas dabei rauskommt, ja. Also es muss ja nicht viel sein, es muss ja nicht die Monsterstrategie sein, weil ja auch der Exit natürlich auch entscheidend ist. Aber so eine Strategie, die ja einfach, so, die vom Prinzip her so simpel darstellbar ist, die muss Punkte abwerfen, egal wie schlecht das Ding automatisiert ist. Und wenn das nicht gelingt, und dann ist es Einbildung. Also ich denke mal, das ist ja auch irgendwo relativ einfach nachvollziehbar. Ja? Weil ich meine, es muss, klar gibt es Kriterien, wo man dann sagt, na gut, ich muss dann halt hier irgendwie nach, weiß ich nicht, 20 Punkten raus oder nur, wenn das Ding sich nach oben biegt oder mit dem und dem SL und das sind ja Dinge, die lassen sich ja wirklich komplett einfach automatisieren. Und ich habe mit dem Timo mal zusammen eine andere Strategie mal letztens auch automatisiert, die auch tatsächlich nur auf SMAs beruht und die waren nicht parametriert und also jetzt nicht irgendwie so verfeinert, dass halt irgendwie so bis aufs letzte Quäntchen und die hat aber auf Anhieb tatsächlich dann auch Gewinne abgeworfen, also irgendwie im Backtest über, weiß ich nicht, 2, 3 Jahre oder wie lange auch immer. Und auch im Forward-Test. Die hat halt tatsächlich was abgeworfen. Zwar nicht viel, nicht der Rede wert, aber sie hat was abgeworfen. Und das meine ich halt. Ne? Und so eine Grundannahme muss man ja haben. Oder wenn man sagt, sich an 100er Marken prallt er immer ab. Ja? Aber auch da muss man dann sagen können, ja gut, das ist mein SL und das ist mein TP. Und es muss sich das ja in irgendeiner Form eingrenzen lassen, ne? So dass man das ja halt belegen kann. Und da ist es halt echt immer, und das habe ich ja auch schon ganz vielen Webinaren gesagt, da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht der subjektiven Wahrnehmung da unterliegt,
und sich selber da halt irgendwie ja, belügt, ne, was vormacht und dann halt irgendwas hinterherrennt, was sich aber gar nicht belegen lässt. Und bei jeder Strategie ist es ja so, eine funktionierende Strategie ist ja letzten Endes nichts anderes als eine positive Erwartung oder ein positiver Erwartungswert bezogen, eben auf den gesamten Handel bezogen. Und das muss sich ja an Zahlen irgendwie eingrenzen lassen. Aber das ist natürlich alles nur ein gut gemeinter Rat und den ich aber jetzt nicht so ganz falsch finde. Ja. So machst du dir aber keine neue MA-Freunde. Keine was? MA. Ja, nee, doch, wieso denn? Also ich sage ja, ne, wir haben ja auch was irgendwie in der Richtung darstellen können. Es hat ja auch seinen Grund, warum ich ja auch SMAs drin habe, weil ich halt weiß, einfach aus den Backtests, die wir da gemacht haben, dass wir da eine gewisse Relevanz ja auch haben. Ne? Und dann, nichts anderes sage ich ja. Also wenn man der Meinung ist, man sieht da was, dann sollte man ganz dringend irgendwie gucken, dass man das mal wirklich dann auch unter Beweis stellen kann, für sich selber. Also man muss ja nie mir nichts beweisen, ne? Sondern es geht ja dann um sich selbst, dass man dann halt sagt, okay, ich handle das, weil ich konnte nachvollziehen und für mich selber darlegen, dass ich damit halt auf Dauer Gewinne erwirtschafte. Nichts anderes sage ich ja. Das kann ja alles möglich sein. Es kann von mir aus auch ein EMA 200 sein. Also ich bin der Letzte, der dann sagt, irgendwie kann ich sein, wenn die Zahlen es ja wiedergeben, das ist doch super. Ja. So, ich hoffe, das wurde dann auch richtig verstanden jetzt. So, was haben wir denn jetzt hier? Also, wir gurken immer noch hier an der Stelle rum. Ein Punkt im Plus. Okay, der gibt zumindest schon mal ein bisschen irgendwie Gas. Ne? Was heißt Gas? Ja? Er drückt, der DAU drückt hier schon mal parallel so ein bisschen nach unten. Ich hoffe aber, dass der DAX jetzt da mal gleich hinterherzieht, wobei der DAX natürlich schon irgendwie deutlich mehr nach oben gerichtet ist als der DAU irgendwie derzeit. Ne? Aber grundsätzlich haben wir ja schon eine Korrelation, die hier nicht immer komplett ganz auseinanderläuft. Hier würde ich zum Beispiel jetzt mal Folgendes machen, wenn er jetzt halt hier nach diesem Gebilde, was jetzt erstmal relativ long aussieht, ja, was aber halt eben hier nur in den M15 von meiner Seite jetzt erstmal reinläuft, kommt er jetzt hier als Beispiel nochmal unter. Dieses Low, ne, von dieser 5-Minuten-Kerze, da könnte man den wahrscheinlich dann tatsächlich nach unten verlängern. Und das ist, so wie ich das hier sehe, ist natürlich jetzt hier ein bisschen schwer zu kombinieren, 2 Minuten und 1 Minute und 5 Minuten. Aber das sollte hier unten in dem Bereich sein. Ich kann aber einfach mal umschalten auf 1 Minute, damit man es halt hier mal ein bisschen besser sieht. Das muss der Peak hier sein. Wie man sieht, ich bin heute hier komplett ohne irgendwelche Add-ons unterwegs. Aber das sollte der ganzen Sache jetzt hier keinen Abbruch tragen. Das heißt, hier drunter, und dann haben wir halt eben auch die Chance, dass wir zumindest das Low nochmal antesten und dann vielleicht auch einmal hier unten durchdrücken. Aber nochmal, der Markt ist generell long, ne? Also mir geht es jetzt hier nur darum, irgendwie so einen kurzen Rücksetzer mitzunehmen. Und weil ich ja auch am Anfang gesagt habe, das Einzige, was ich hier jetzt machen kann, ist irgendwie, mich auf die kurzfristigen Bewegungen halt hier einzustellen versuchen, weil ich mir nicht anmaßen will zu sagen, wie die Tageskerze jetzt endet. Ne? Von daher, hier unten die Woche, kann ich natürlich auch mal umschalten auf Daily. So, und mehr muss es ja hier jetzt gar nicht werden. Aber das hier ist natürlich, ich hoffe, das wird nicht so eine typische Eröffnung, wie wir das in letzter Zeit irgendwie oft hatten, sondern ich hoffe, die wird ein bisschen deutlicher. Ne? So, jetzt passiert vielleicht genau das, was ich gerade meinte, dass wir hier nochmal dieses Low da unten anlaufen und dann kann man die vielleicht auch mal kurz ein bisschen ausbauen. Und dann mal sehen, ob man mit dem Impuls da unten durchkommt. Wenn er es denn macht, ne, ist natürlich jetzt auch die Frage, weil so wirklich viel passiert ja hier nicht. Dann wird zackern ja hier nur irgendwie so 3 Punkte rauf und runter gerade die ganze Zeit. So, und basteln hier jetzt direkt mal irgendwie eine grüne M15. Da will ich mich das schon fast nicht mehr trauen.
weil der wahrscheinlich jetzt irgendwie halt auch hier noch ein neues Hoch macht. Das ist aber dann natürlich auch okay, weil dann hätte ich hier oben den hier mit drin einfach die zweite Scale und hoffe dann halt einfach, also klingt immer doof, man sagt, man hofft, aber weiß doch keiner, ja, dass wir dann halt eben um 9:30 Uhr einmal wieder hier runterstechen und dass das dann halt eben dann auch ein paar Punkte mehr werden mit irgendwie nicht nur einem Kontrakt. So, das ist so der Wunschfahrplan für das Webinar hier. Ob das gelingt, werden wir natürlich sehen. Aber hier auch, ne, auf der Stunde betrachtet, nach dem gebildet, klar, war jetzt Overnight, ja, darf man nicht überschätzen. Das hier war aber nicht Overnight, das ist von gestern. Und das heißt, wir haben hier schon eigentlich das schon doppelt getestet, das High von gestern, kommen hier nochmal deutlich runter zum zweiten Mal. Dass der jetzt von hier aus dem Stand da oben rauszieht, halte ich für etwas fragwürdig, ne? Also so eine Bewegung, ich glaube, die könnte schon mal irgendwie einen Rücksetzer vertragen. Mal wenigstens hier so dazwischen irgendwo und dann kann er das nochmal versuchen. Aber hier aus dem Stand oben drüber, da habe ich so meine Zweifel dran. Deswegen geh ich auch jetzt hier erstmal short und eben versuche dann halt hier die 611, die war ja auch gestern unfassbar interessant für den DAX irgendwie den ganzen Tag. Und mal gucken, ob wir die nicht einfach nochmal kriegen. So, hier kommt jetzt genau das, was ich gerade gemeint habe, ne? Das heißt, die M15 in der Farbe zieht wahrscheinlich nochmal einen Impuls nach sich, der nach oben gerichtet ist. Das ist total in Ordnung, das soll er auch so machen. Das heißt aber trotzdem nicht, dass das ganze Ding gleich komplett irgendwie nach oben auflöst. Glaube ich noch nicht dran. So, was macht der? Ach Gott. Okay, der reagiert auch ein bisschen in die Richtung. Ja klar, der hat natürlich, habe ich ja vorhin schon gezeigt, ne, so das Problem in Anführungszeichen, dass der hier eben auf dem SMA 20 im H1, der kommt von oben, während der DAX irgendwie versucht, hier drunter zu krabbeln. So, dann hätten wir jetzt auch hier zumindest mal die zweite drin. Hoffen wir, dass das jetzt kein Fehler war. Und dann versuchen halt mit dem da runterzukommen. So. Kann natürlich trotzdem daneben gehen, keine Frage. Aber das werden wir dann gleich rausfinden. Das werden wir dann gleich rausfinden. Hier auch jetzt das Hoch von der 7-Uhr-Kerze da oben. Gut, das ist natürlich jetzt nicht so wahnsinnig relevant. Das ist halt auch klar, ne? Ich überlege nur, ob ich hier den Dow, ob ich mir den überhaupt hier irgendwie die ganze Zeit noch irgendwie antun muss. Der kommt ja von gestern da runter. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber auch hier, auch wenn ich sage, so, ich glaube nicht, dass der da irgendwie in einem Rutsch da oben durchzieht, ne, das heißt nicht, dass es nicht trotzdem kann. Da muss man sich halt dann irgendwie drauf einstellen, falls es dann doch macht und dann halt gucken, wie wir da anderweitig da reinkommen. Weil er ist hier schon gerade so ein bisschen, ne, auf Aggro schon wieder in Nordrichtung unterwegs. Und von daher, aber deswegen würde ich auch jetzt hier nicht unbedingt irgendwie den Stop-Loss da sinnlos weit raufziehen und da auch nicht sinnlos weit skalieren. Und weil ich kann ja meinen eigenen Irrtum natürlich nicht ausschließen. Was heißt Irrtum, ne? Also ist ja, erstmal ist es eine Vermutung, weil ich es halt hier so ein bisschen schwer finde, aus der Haltung irgendwie sauber was abzuleiten, außer jetzt irgendwie einen kurzfristigen Impuls. Und mein Ziel wäre es halt hier in dem Webinar eben das Ding halt dicht zu kriegen mit einer möglichst weiten Bewegung und mit nicht nur mit dann auch einem Kontrakt, sondern ein bisschen mehr. Und von daher habe ich den auch hier unten nicht zugemacht. Ich meine, ich hätte den ja schon irgendwie zweimal zumachen können. Aber das ist jetzt nicht unbedingt, war jetzt nicht unbedingt der Plan, halt hier zu skypen. Ne? 25 Punkte. Was war? Ne? So, hier haben wir es doch wieder. Also hier mit dem EMA. Wo ist die Logik? Ne? Also wir einmal von unten abgeprallt, oben drüber geschlossen, dann schließt er wieder drunter und dann rennt er doch durch. Ne? Das meine ich halt. Und dagegen, wenn ich mir jetzt halt hier das halt angucke im M15, also erst ist er hier sauber am SMA 20 im A1 abgeprallt, jetzt ist er gerade dabei, hier den M15, den SMA 20 im M15 zu beackern und hoffentlich dann eben auch abzuprallen. Ich weiß es nicht.
Ne, und das ist halt viel klarer für meine Begriffe. Aber nochmal, wie gesagt, das kann natürlich jeder machen, wie er möchte. Wie er möchte. Würde mich auch jetzt nicht wundern, wenn wir hier nochmal einfach durchlaufen. Ne? Also, was mir jetzt natürlich im Kleinen hier nicht gefällt, erstmal, das ist natürlich hier im M5 biegt sich die ganze Geschichte gerade nach oben. Ne? Das ist natürlich jetzt irgendwie für Short gerade noch nicht so klasse. Da müsste er jetzt schon irgendwie am Stück am besten dann auch unten durch. Und dann wäre der Fall dann eben auch erledigt. Ne? Das heißt, dann würde das Ding aufgehen und wir würden uns hier am M15 orientieren. Aber wir werden sehen. Ne? Also, keine Ahnung. Und auch hier die 655 natürlich aus dem Live-Chart. Das heißt, die hat eigentlich, muss man mit Vorsicht genießen, weil das Overnight kommt, Short getriggert und müsste nach dem Bild eigentlich halten, also die 655. Aber wie gesagt, mit Vorsicht, weil wir kommen aus dem Nachthandel, wo eben kein Volumen ist. Ne? Und das ist halt, sollte man dann auch nicht überbewerten. Was er halt hier auch macht, sieht man jetzt ja eben, wir haben das Gap geschlossen und das Gap markiert auch gleichzeitig, also der Kassaschluss von gestern, markiert auch das Value Area High. Das heißt also, hier hat sich das Volumen bisher konzentriert und er versucht jetzt nach oben abzuhauen bei einer echt schwachen oder sehr, sehr engen Range. Das kann man natürlich so und so interpretieren. Ne? Ich meine, auf der einen Seite kann man sagen, ja gut, hier, nur hier ist ja bis jetzt gehandelt worden. Warum soll jetzt da oben gehandelt werden? Ja, das ist einfach uninteressant. Ja, auch hier oben zu kaufen ist eigentlich erstmal relativ uninteressant. Ist interessant, um da oben irgendwelche Shorties abzuschütteln. Ja, aber da der Markt ja eher long ist als short, ist halt die Frage, wo soll die Sinnhaftigkeit dann da halt auch liegen? Und sondern ist ja eigentlich eher so, wenn jetzt jemand irgendwie das Ding kaufen will, der braucht ja auch genügend Verkäufer und die finden sich ja dann eher wiederum auf der Unterseite und nicht unbedingt auf der Oberseite. Also klar, natürlich am liebsten, aber hier im Volumen nicht. Ne? Also wenn jetzt irgendwie kurzfristig Volumen gebraucht wird, hier oben ist nichts. Da ist gerade irgendwie nicht wirklich einer zu erwarten. Und von daher, wenn da jetzt jemand irgendwie kaufen würde, keine Ahnung, mit 100 Kontrakten, dann wird das Ding ja gleich schon wieder 50 Punkte höher stehen. Und die muss man dann auch erstmal wieder loswerden. Das heißt, nicht so einfach. Ne? Deswegen ist ein Rücksetzer dann ja auch eben immer halt wesentlich gewinnversprechender. Also zum Beispiel, wenn man jetzt halt einen Long Trade oder einen Long Ausbruch halt handeln will, als jetzt irgendwie auf der Oberseite Long zu gehen. Ne? Das ist halt oft gefährlich. Das sieht man ja ganz oft. Dann macht man halt hier irgendwie einen Long auf und dann kriegt man nur einen Punkt nach oben und dann fällt es doch wieder zurück. Klar, weil einfach keiner ist. So, aber mal gucken, was das hier wird. 7 Minuten haben wir noch. Die quatsche ich euch noch zu Tode. Dann muss man sehen, ob das Ding dann aufgegangen ist oder ob man sich da halt auf eine andere Richtung direkt schon wieder einstellen muss. 7 Minuten, weil bis dahin dauert es noch, bis die Knoppers-Fraktion und dann halt kommt 9:30 Uhr. Wo wir dann meistens so ein bisschen mehr Bewegung dann halt auch erstmal sehen. So, hier könnte man dann auch, falls er denn runterkommt, ich weiß es nicht. Das ist natürlich sehr, sehr vom Volumen dünn, was halt hier passiert. Und der Dow setzt leider halt auch jetzt an. Also der steht halt hier einfach auf dem SMA 20 auf der Stunde halt rum. Und das könnte natürlich, der kann, wie das hier aussieht, wird der auch eher wahrscheinlich andersrum auflösen. Und wenn der DAX direkt da wieder mit will und dann gehen wir auch direkt weiter auf. Dann würde ich aber auch tatsächlich entweder drehen oder schnapp mir hier den Dow und gehe in dem Long und lass den DAX dann erstmal außen vor. Was mir halt nur nicht gefällt, ist halt, dass wir hier so gar keinen, ne, dass wir hier so im H1 da irgendwie so ein bisschen blöd rumschweben, ne? Das finde ich so ein bisschen. Aber auf der anderen Seite klar, ne? Ich meine, der Markt ist long und wenn der Rücksetzer nicht kommt, dann kommt er halt nicht, ne? Dann macht es auch keinen Sinn, irgendwie
klug zu scheißen, und sondern da muss man einfach das nehmen, was kommt. So, das meinte ich jetzt hier auch, ne? Der kann halt hier, das ist eben auf der anderen Seite die Gefahr dabei, der kann hier relativ leicht durch, weil hier einfach gar kein Volumen war, also zumindest heute jetzt nicht, ne? So, infolgedessen muss man da jetzt trotzdem nicht unbedingt an der Stelle long reinspringen. Ich meine, noch ist ja nichts passiert. Aber hier werden natürlich die Bewegungen in dem Bereich relativ schnell länger. Was war das gerade? Hat man das gesehen? 62 Kontrakte irgendwie standen da gerade, haben sich aber gerade wieder in Wohlgefallen aufgelöst. Weil halt eben hier das Volumen bisher dünn war. Ne? Deswegen kann es hier halt alles gleich ein bisschen schneller gehen. Aber reicht das, um jetzt irgendwie hier eine Position zu drehen? Ich weiß nicht. Ne? Ich weiß es nicht. Das Nachthoch muss man einplanen, schreibt der Lutz. Ja, mal so, mal so. Es kommt immer darauf an, was der Markt vorhat. Ne? Also ich vertrete ja auch immer die Devise. So, zuerst rauf, klappt nicht mit Long, und zuerst runter klappt nicht mit Short. Ne? Das heißt, wenn der Markt jetzt irgendwie nach Short abdrehen will, ja, dann macht es Sinn, zuerst mal oben die Highs nochmal mitzunehmen und das dünne Volumen da oben auch nochmal abzugrasen, bevor es dann runtergeht. Wenn der Markt aber Long will, dann wird er eigentlich genau umgekehrten Schuh draus. Ne? Das heißt, ich will ja auch jetzt hier nicht irgendwie, keine Ahnung, bis wohin fallen, ja, sondern ich will ja einfach nur hier unten einmal, wollte ja eigentlich nur einmal da unten durchstechen und da, um dann da unten wieder auf Long zu drehen, ne? Und dann eben in Richtung der Highs da oben. Aber wer bin ich schon, ja, dass es den Markt interessiert, was ich will? Und das war ja nur die Idee. Und dann halt eben von dort nach oben durch. Mit dann schlappen Volumen um, wenn der Markt, weil das ist ja meine, so ein bisschen, ich will es jetzt nicht perverse Überlegung nennen, aber generell so die Überlegung, wenn der Markt nach unten hier die Lows rausnimmt, ja, so, was passiert? Dann springen viele irgendwie drauf und sagen, ah, oh, der wird jetzt short, da unten hier losgebrochen, der geht runter. So, was macht der Markt? In der Regel ist es dann so, 10 Punkte tiefer dreht er dann wieder und knallt dann halt eben nach oben durch. Und der Versuch ist dann eher halt hier mit reinzukommen, also hier auf der Unterseite, um dann halt eben nach oben wegzulaufen, weil was passiert als nächstes, wenn hier unten Short ist? Es wird auf der Oberseite Short versucht und das heißt, man kann die dann ja in zwei Richtungen dann halt mitnehmen. Ne? So, aber wenn man blau sein will, kann es halt eben auch mal sein, dass man am Schluss der Dumme ist. Von daher muss man das immer so ein bisschen mit, wie soll ich sagen, Respekt ist das falsche Wort, aber mit so ein bisschen, ja, Demut ist fast das bessere Wort. Ja, ich weiß es besser, ich bin der Schlauere hier, ne? Das muss man immer ein bisschen aufpassen. Das heißt, man muss schon genau gucken, was macht der Markt und dann sich eben darauf einstellen und dann versuchen, das dann halt auch sauber zu handeln. Das war jetzt meine Idee. Das heißt nicht, dass die aufgeht. Ne? Nur würde er jetzt runterkommen und würde da unten die Lows rausnehmen, würde ich hier unten auf jeden Fall nach Long, den Short nach Long drehen. Sofort. Ne? Weil das war ja halt eigentlich der Ansatz. Aber sieht leider so aus, drücken wir wieder mit schlappem Volumen da oben weiter. Wobei ich dann aber nicht weiß, was das werden soll mit der Tageskerze, wie die da so ohne weiteres da oben durch soll. Ne? Ohne auch nur den kleinsten Rücksetzer jetzt hier. Und wir reden nicht über 100 Punkte, wir reden da unten über irgendwie 30, 40 Punkte, die ich irgendwie gut gefunden hätte. Aber wenn selbst die nicht kommen, then I don't know. Dann weiß ich das auch nicht, wie der Brasilianer sagt. Ist das so? Keine Ahnung, was sagt der Brasilianer? Ich nicht. Was ist los? Ich glaube, den Hessen, den haben wir gerade geweckt, wahrscheinlich
im Konferenzraum den Kopf auf dem Tisch liegen und denkt, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ist das so? Ich weiß es nicht, frag dich ja. Ich gebe dir ja die Chance darauf, zu kontern. Ich lasse das mal so stehen. Ja, auf jeden Fall macht das hier irgendwie. War jetzt nicht so der Plan, ne? Also, das heißt, dass wir jetzt hier einfach oben drüber auch noch schließen. Ich gebe mal ein kleines bisschen Luft hier. Aber jetzt auch nicht viel. Und da muss man jetzt, sagt der DAO auch immer noch nichts, ne? Aber drückt jetzt halt irgendwie direkt nach oben. Aber ich traue dem Braten da noch nicht so wirklich. Ehrlich gesagt. Also in den DAO lasse ich jetzt hier erstmal kurz rausfliegen. Ne? Das ist ja jetzt erstmal, der spielt ja keine Rolle. So, und mit dem DAX muss man dann halt mal gucken, was natürlich halt hier auffällt. Ne? Deswegen ziehe ich dann mal ganz kurz nach oben. Das ist diese Glatze hier oben. Ne? Aber das ist für mich kein Bild, was mag mich täuschen, ja. Was ohne weiteres nach oben auflöst. Das ist mir so ein bisschen irgendwie zuwider. Ich meine, ich bin ja die ganzen Tage schon auf dem Longtrip, was den DAX angeht. Aber das hier finde ich ein bisschen komisch. Ja. Ich gebe dir mal ein bisschen, ich habe ja am Anfang gesagt, ich mache es eigentlich eher nicht. Aber weil wir jetzt halt hier die Attacke haben und ich auch hier nicht drehen kann. Also an der Stelle auf keinen Fall. Und deswegen könnte schon sein, dass wir einmal kurz da oben reindrücken, dann doch wieder runterkommen, dann hier nochmal irgendwo drehen. Und das will ich mir jetzt hier nicht ganz verschenken. Ist vielleicht ein Fehler. Das kann natürlich sein. So, der DAO ist jetzt erstmal raus. Ich würde nur mal ganz kurz. Weil ich habe den noch zugegebenermaßen im Future auch noch. Nee, ich glaube, da ist der jetzt gerade auch raus. Nee, okay. Sonst hätte ich hier mal kurz wegschalten Muss ich aber so gar nicht. So, geht also hier jetzt an das Overnight hoch, an die Glatze hier oben dran. Und damit die letzte Chance, da mal zurückzusetzen. So, machen wir den mal noch dazu. Aber wenn er jetzt hier oben über den Pivot rausgeht, dann nicht, ne? Aber grundsätzlich wäre das natürlich halt hier schon so mein so ein wünschenswertes Ding, also von der Position, dass man den halt so aufbauen kann und dann halt einen Rücksetzer kriegt. Aber wir stehen hier gerade schon über dem Hoch von gestern, von daher nicht so ganz einfach. Kann gut sein, dass der jetzt halt einfach nach hinten losgeht, ne? Aber ja, ganz ehrlich, was will man aber auch mit dem schlappen Gedrücke da auch irgendwo anfangen, ne? Was halt hier sich so Punkt für Punkt da nach oben schiebt, finde ich so ein bisschen schwierig. War da eine Falscheinschätzung von meiner Seite, wenn das Ding jetzt nicht aufgeht, ist dann halt so. Dann ist es halt so. Kann ja auch mal wieder daneben gehen. Haben wir auch schon länger nicht mehr. Aber noch bin ich nicht überzeugt davon. Auch wenn es hier gerade alles so wahnsinnig long aussieht. Man sieht ja auch, der DAO kommt hier auch gerade noch, ne? Nicht so wirklich weiter. Aber gut, heißt nichts. Kann es sich auch gleich irgendwie nach oben beschleunigen. Ist schon möglich. Und dann gebe ich den hier einfach mal dran. So, hier ist der Pivot. Das wäre jetzt noch so der letzte. Aber Spike brauchen wir jetzt immer nicht. Ich mache das hier ein bisschen anders. Ich würde halt hier, genau wie ich die einskaliere, halt auskalieren. Ne? Das heißt also hier, ich würde lieber den Stop ein bisschen nach oben ziehen und dann halt hier soft quasi auskalieren. Das heißt also hier nicht irgendwie mit einem Stop-Loss für alle, sondern das sind ja dann quasi verteilte Stop-Loss. Hier sieht man halt zum Beispiel jetzt, oh, sorry. Eine größere Order auch. Und das heißt, da platziere ich mich jetzt erstmal drüber, hier mit ein, zwei Kontrakten, also mit einem Teil davon.
Und wenn es aber zu hoch geht, dann schmeiße ich halt alles raus, ne? So, deswegen habe ich den Stop, den Stop-Loss da weggezogen. Kann das ja kurz einfach mal hier, das ist so ein bisschen irritierend mit der Darstellung. Mal kurz resetten, dann sieht es auch gleich wieder richtig aus. So. Euer Freund, der SL da oben moniert wurde, ne? Also hier, man sieht halt hier schon, die Order ist halt hier ein bisschen größer. Ob das jetzt natürlich, also hier aus dem Orderbuch einfach, ne? Hier ist ja der Future, ist ja hier drüber gemappt. Ob die jetzt hält, das weiß ich natürlich nicht. Deswegen ist halt auch gefährlich, den Stop zu weit wegzusetzen, weil wenn jetzt hier einer kommt mit 100 Kontrakten, der ballert einmal nach oben durch, ne? Und dann fliegt das Ding. Und von daher sollte man da oben dann auch nicht mehr so wahnsinnig viel Luft lassen, ne? So, hätte man natürlich auch anders machen können, indem man sagt, na gut, ich warte bis hier oben oder bis überhaupt irgendwo eine größere Order kommt und halte dann direkt mit der ganzen Size irgendwie dagegen. Das wäre natürlich auch jetzt nicht so wahnsinnig unklug gewesen, ne? Klar. So, aber erstmal sind wir jetzt hier nur an dem am Vortageshoch. Mal sehen, was das jetzt halt hier werden soll. Mal gucken, was der Markt da jetzt draus macht. So, was macht der Dow hier gleichzeitig? Erstmal auch nichts. Okay. So. Ein bisschen Gegenwehr haben wir da oben. Also klar, hier kommen natürlich auch zwei Sachen oder mehrere Sachen zusammen, ne? Also erstmal hier eine Information, die da halt einfach war. Da oben sitzt ein großer Verkäufer, der scheint echt gewesen zu sein. Hat man gesehen, also dass da ein größerer Verkäufer sein könnte, hat man gesehen am Buch, ne? Eben mit der Kontrakteanzahl, die größer ist als der Rest. Der hat scheinbar halt irgendwie den Pivot ganz gut gefunden oder eben halt auch das Tageshoch von gestern und hält da jetzt erstmal dagegen. So, und kann aber trotzdem immer noch sein, dass die Geschichte nach oben wegbrennt, wenn jetzt hier unten irgendwo einer reinkommt, der irgendwie sagt, so, mir egal, ich muss den Kram da irgendwie haben, egal was er kostet, ja. Dann fliegt das Ding natürlich nach oben weg. Und das müssen wir jetzt halt mal so ein bisschen abwarten. Ob das jetzt tatsächlich so sein wird oder ob wir jetzt hier nicht doch noch so ein bisschen mehr halt bekommen und dann halt die ursprünglich angedachte Korrektur. Ich quatsche hier so ein bisschen viel, ne? Ich hätte hier eigentlich nämlich jetzt schon wieder den letzten da oben rausgeben können, hier in dem Rücksetzer. Also hier von der Skalierung, ne? Ich musste ja nicht jetzt hier alle drin lassen, das war ja gar nicht der Plan. Aber das ist halt so die typische Herausforderung beim Webinarhandel, dass man irgendwie manchmal auch vergisst, das zu tun, was man eigentlich irgendwie haben möchte. Was? 685? Komm sie, komm sa, sagt doch der Brasilianer. Steht hier, Nelson. War ich nicht. Ich glaube, Nelson ist nicht mehr da. War Nelson? nicht. Du bist so still. Ich bin da. Ja. Ich lese nur hier vor, was drin steht. Ja, habe ich Ja. gesehen. Und kommt irgendwie kein Kommentar. Ich will dich aber auch nicht stören hier, wenn du dich Doch. da. Du musst Du, dich ich ja auch rede mich hier am Kopf und konzentrieren. Kragen. Also. Quatschen, Lehrstunde. Ja. Tja, denn hier passiert irgendwie gerade nicht so wahnsinnig viel. Also der Dow hier auch, ne? Hier um den mal parallel irgendwie kurz zu zeigen, der macht hier auch irgendwie gerade so ein Bild, dass so alles Mögliche werden kann, ne? Wir haben halt hier ein Hoch, das hier hängt irgendwo im Nirvana und der muss sich jetzt auch entscheiden, setzt der jetzt hier zur Korrektur an oder bricht er halt nach oben aus? Hängt aber hier halt auch nur im Mittelfeld, ne? Also steht zwar hier auf dem steigenden SMA 20 wiederum, weiß aber scheinbar auch nicht so ganz, was er damit anfangen soll, ne? Weil halt hier eben auch dieses Hoch eigentlich schon wieder dann halt auch im Weg steht.
Gestern gab es hier mächtig einen auf den Deckel von oben runter. Also auch da ist irgendwie nichts abzuleiten, was man jetzt irgendwie für den DAX da halt verwenden könnte. Ne? Das heißt, der kann genauso gut irgendwie auch nochmal hier unter, auch wenn das hier gerade so wahnsinnig long aussieht. Also, ne, zumindest mal halt hier so im Kleinen betrachtet, heißt das halt nichts. Ne? So, das meine ich eben hier. Man kann natürlich die Scales dann auch einfach mal rausnehmen. Ne? Das heißt, Position verkleinern und dann einfach hier oben wieder reingeben. Als Beispiel, wenn er dann halt nochmal hochkommen sollte, damit man eben nicht immer die ganze Zeit die ganze Position am Bein hat. So, jetzt habe ich ihn nicht verpasst. So, und hier. Aber trotzdem sollte man natürlich so seine Kriterien überprüfen und dann mal sagen, ja, passt es halt irgendwie überhaupt alles noch? Da muss ich selber mal nachdenken. Also, wenn ich das hier mal irgendwie angucke, das ist das Tageshoch von gestern, da ist jetzt irgendwie zweimal dran gestoßen, einmal kurz drüber gelaufen. Für meine Begriffe immer noch zu früh. Aber wie gesagt, wenn da einer kommt und sagt, ich muss und will das jetzt haben, dann wird es so sein, dass das da oben halt einfach trotzdem durchgeht. Ne? Dann ist das egal. So, besser fände ich natürlich, bleiben wir mal hier kurz beim H1 immer noch. Aber das finde ich halt sehr merkwürdig. Ne? Weil gerade, weil ja auch eben halt hier der Nachthandel war, dass der dann da unten irgendwie bei dem, wo ja auch nur schlappes Volumen war, hier in der letzten Aufwärtsbewegung oder beziehungsweise am Low von der letzten Aufwärtsbewegung von gestern da halt irgendwie bremst. Das hätte jetzt nicht so wahnsinnig wehgetan, da mal irgendwie kurz, zumindest mal nochmal hier bis auf die 611 mal irgendwie kurz drunter zu gehen. Dröselt man das in Fibos auf, kommt wahrscheinlich auch irgend sowas bei raus. Mache ich eigentlich nicht so gerne, aber ja, hier ist genau die 61,8, hier unten dieses Low, ne? Und hier, das wäre dann so zwischen 61,8 und 76,4. Also hätte ich jetzt von den Fibos mal ganz abgesehen, die natürlich ja immer irgendwie dann am Ende reinpassen, aber hätte ich dann schon schicker gefunden, das hier und dann halt eben Attacke, ne? So, wohin auch immer. Aber der hat natürlich jetzt noch den ganzen Tag Zeit, um das zu machen. Und dem ist ja egal, ob wir hier Webinar machen und ich das Ding hier irgendwie auflösen will. Aber von daher passiert auch nichts. Ja. Kann noch kommen. Ich meine, die Stunde hat noch irgendwie 20 Minuten. Möglich ist alles. Beziehungsweise noch ein bisschen mehr als 45 Minuten. Möglich ist alles. Ja. So ganz abwegig finde ich die Idee immer noch nicht, aber es ist halt auch jetzt erstmal nur eine Idee. Und im Moment sehe ich ja nicht mehr als das, was wir da gerade hatten, nämlich oben den Verkäufer hier auf der Seite am Tageshoch von gestern. Und inwiefern sich der jetzt bis zum Ende der Stunde durchsetzt, weiß ich natürlich nicht, ne? Aber direkt und schnell eine Richtung ist da eh besser für eine Reversal-Trade. Ja, klar, ne? Das ist ja grundsätzlich ja auch mein Ansatz. Das schreibt der Christoph hier. Mein Ansatz ist ja auch immer der, ich meine, das ist nichts anderes. Ich sage halt direkt drauf wird nichts, direkt runter wird auch nichts, ne? Also, beziehungsweise geht dann eher in die andere Richtung. Von daher. Das Ding ist, ja. Also. Müssen wir wie immer ein bisschen warten. Stunde ist um. Eigentlich schon wieder viel zu lange für meine Begriffe. Vielleicht soll ich das nochmal irgendwie ändern. Nochmal irgendwie dann doch nur irgendwie auf den Scalp und dann ist gut. Ja. Meine, wir waren schon hier unten, ja. Mit dem Short hätten wir ja auch schon mitnehmen können. Aber ja, egal. Was soll man da jetzt drüber faseln, was man hätte machen können? Ich bin ja davon ausgegangen, der sticht da unten durch. Und ist dann eben nicht so. So. Beziehungsweise hat er eben nicht direkt gemacht, aber kann ja immer noch kommen. So, ich mache den M15 noch mal ein bisschen kleiner hier. 646. Die Linie war schon vorher da, oder? Habe ich die da eben reingezeichnet? Aber auf jeden Fall wäre das so oder so eigentlich ein guter Punkt, um dahin mal zurückzulaufen. Davon mal abgesehen. Was ja auch nicht wirklich weit ist, ne? Ich meine, das sind ja alles keine Strecken hier. Alles nicht. Das sieht man hier auch den Dow, wie ich ja gerade gemeint habe, so, das ist
Im M5 haben wir hier schon wieder so ein merkwürdiges Gebilde, was irgendwie auch schon wieder drauf schließen lässt. Ah, doch nicht. Ja, so ein bisschen unentschlossen, die ganze Geschichte hier. Auf beiden Seiten. Wobei der DAO jetzt gerade irgendwie echt so ein bisschen netter hier läuft. Ne? Ich mache mal da irgendwie nochmal einen kleinen nochmal irgendwie auf. Hätte ich ja hier unbedingt nicht unbedingt ganz rausnehmen müssen. Und der DAX hier mit seinen einen Punkten rauf und runter ist natürlich jetzt so, das ist ein bisschen speziell. Sollten wir das Webinar langsam beenden, Zwinker? Ja, Zwinker, genau, ja. Nicht, dass die Leute dann denken, wir machen das wirklich. Da ist nachher wieder keiner da, wenn die Geschichte dann am Ende aufgeht. Das sollten wir dringend vermeiden. Also müssen wir es hier ankündigen. Also wenn wir gleich sagen, wir machen das Webinar zu Ende, dann tun wir nur so, weil es mittlerweile quasi Tradition hat, dass der Trade immer dann aufgeht, wenn das Webinar zu Ende ist. Ja. So, müsst ihr dann bitte bedenken und einfach so tun, als würdet ihr gehen und gehen dann kurz in die Küche, holt euch einen Kaffee und dann kommt ihr wieder. Und dann sind wir plötzlich auch wieder da. Es war das letzte Mal wirklich so. Ne? Also wir haben ja dann gesagt, okay, wir machen jetzt Schluss. Und hey, kaum haben wir dann halt irgendwie das gesagt, fing der Markt plötzlich an, irgendwie das Ding aufzulösen. Und dann haben wir zum Schluss das Bild nochmal eingeblendet. Und zwar zum zweiten Mal, weil das davor war es nämlich genauso. Ja, die letzten zwei Von Male. daher. Beim ersten Mal haben wir es nicht mehr geschafft, das einzublenden, Ja. aber. Ja. So, komm, hier einmal durch. Das wäre doch jetzt nett. Hier zurück in die VA. Da stehen wir nämlich gerade irgendwie hier drauf auf der Value Area. Einmal da rein gestochert. Hier unten links mal irgendwie auf den Xetra Close, den Kassaschluss von gestern und damit dann auch bitte gerne hier direkt die nächste Etappe. Und dann hat das Ding halt auch die Chance, tatsächlich doch noch auf den letzten Drücker genau das halt hier zu machen. So, keine Ahnung. Ich würde es mir wünschen, also wir stecken auch hier jetzt im erstmal, ne? Unterm M15, unter dem Low. Da mag jetzt einer sagen, ja gut, der kann da wieder raufziehen. Da halte ich dagegen, dass der Trading Stop im Stereo, im Stereo Trader, der PLH Peak, halt sehr, sehr oft sehr gute Ergebnisse geliefert hat, wenn er sich genau nach dem M15, nach dem Low gerichtet hat und in der Regel danach kein neues Hoch mehr kam. Ne, also hier das Tageshoch sollte jetzt zumindest erstmal, ne, so er kommt jetzt wieder hoch, völlig in Ordnung, aber das Tageshoch sollte jetzt erstmal halten. Ne, also das hat zumindest früher, wo ich den ja öfters irgendwie mal im Einsatz hatte, hat das eigentlich immer recht gut als Indikation dafür funktioniert, dass erstmal kein neues Hoch mehr kommt. Oder umgekehrt, wenn man halt short ist, kein neues Tief mehr. So, und von daher ist das jetzt nicht ganz so doof, das mal hier kurz zu bewerten. Und ist vielleicht auch dann nicht überbewertet. Ne? So, DAO habe ich hier auch nochmal irgendwie aufgemacht. Der läuft ein bisschen entspannter hier. DAX ist unverändert so ein bisschen anstrengend. Weil es hat direkt jetzt hier irgendwie 10 Punkte nochmal raufgezogen. Aber warten wir doch mal. Warten wir doch mal, was das wird. Ja, fürs Protokoll wäre auch hier wieder ein Plus rausgekommen. Zum x-ten Mal ja schon. Ne? Zum x-ten Mal. Mal gucken, wie der M5 endet. Der sollte natürlich auch am liebsten hier drunter enden, unter dieser 5 Minuten Kerze. Ja, also hier so. Da drunter, bitte. Und dann sollte auch der M15 weiterschieben, wenn er es denn macht. Ne? Aber hier sieht ja irgendwie gerade wieder alles komplett anders aus. Aber kann sich auch schnell ändern. Ja, also die Überlegung ist halt unverändert dieselbe. Ich weiß nicht, vielleicht ist ja der eine oder andere halt auch. Der Risa, das Ding wird noch diese Woche nach unten aufgelöst. Ich weiß nicht.
nicht immer so irgendwie ohne Konjunktiv, ne? Finde ich immer so ein bisschen, weil am Schluss wird es dann doch nicht. Ich meine, ihr habt ja auch immer einfach, hier einfach irgendwas reinzuschreiben, ja, so nach dem Motto, ah, so und so kommt das. Und dann nachher, siehst du, habe ich recht gehabt. Ja, wenn ihr aber nicht recht habt, als Webinarteilnehmer, fällt es keinem auf. Ja, das ist halt das Gemeine daran. So, wenn ich aber hier mich hinstelle und sage, ja, bis Ende der Woche stehen wir da und da und da, ne? Und dann kann man nachher schön gucken und sagen, na, Hilger, das war aber nichts, ne? Und von daher seht es mir nach, wenn ich dann auf eure Kommentare, wenn jemand sowas schreibt wie hier, Dau, das Ding wird noch diese Woche nach unten aufgelöst, dass ich das nicht so unbedingt, soll ich sagen, so stark gewichte, wie es gemeint ist. Ne? Also aus eben nachvollziehbaren Gründen. Von daher, ja, das ist einfach nur, wie gesagt, ich bin da immer, nicht nur, weil ich halt hier ja auch immer in der Öffentlichkeit dann stehe, sondern und ja auch angreifbar bin, sondern halt auch generell, man sollte das irgendwie nicht tun, weil es weiß doch keiner. Es weiß einfach keiner, außer man hat jetzt irgendwie Strategie, die eine 100% Quote hat, über Jahre hinweg, dann okay, ja. Dann kann man das machen, ne? Aber auch rein auf Vermutung hin. Also ich sehe es aber auch davon mal abgesehen einfach nicht, dass der DAO, können ja mal kurz drauf eingehen. Ich lasse mal halt hier das kurz am Handy hier mal nebenbei auf, damit ich es im Blick habe, den Trade. Aber gehen wir noch mal kurz rüber hier auf den DAO, weil es sind jetzt einfach schon ein paar Kommentare gekommen. Wieso soll das Ding da unten auflösen? Ich verstehe es nicht. Also gerade im Weekly, ja. Also machen wir einfach nur mal meine Sicht der Dinge. Die mag falsch sein, aber warum? Ne? Also, was ist hier passiert? Wir kommen von da unten rauf, gehen wir ein paar Wochen zurück, haben da oben irgendwie ein Hoch bei 34.800. So, einfach mal ganz simpel hier mal so ein paar Sachen zusammen getackert. So, haben wir hier eine Korrektur. Bis wohin? Da irgendwo so, in der Mitte. Ja, laufen nochmal darauf, passiert nichts. Kein neues Hoch. Und was haben wir? Und dann nochmal Korrektur, nochmal bis in die gleiche Mitte. Hierher. Ja. So, das heißt doch für mich jetzt erstmal, hier ist Support. Da ist erstmal Support. Wo er jetzt irgendwie schon im Abstand von mehreren Wochen versucht hat, durchzukommen, hat nicht funktioniert. Nee. So. No. Das heißt also schon doch erstmal. Warum soll er jetzt irgendwie diese Woche plötzlich dann da durchkommen? Er hat es schon ein paar Mal versucht. Ging doch nicht, ne? Gut, neues Hoch hat er auch nicht gemacht. Da wäre doch zuerst mal eigentlich dann halt der Punkt, so versuchen wir doch das Hoch hier nochmal, nachdem es unten jetzt gehalten hat und gucken, ob wir da nochmal drüber wegkommen oder nicht. Das heißt, das ist doch eigentlich jetzt erstmal viel interessanter, hier oben dieser Bereich, um zu gucken, ob das was werden kann da oben oder halt nicht, hat jetzt nochmal da runter zu gehen, dann da durchzufallen. Also zumal wir gerade auch in dieser Bewegung ja nach oben ja auch gerade unterwegs sind. Ne? Von daher sehe ich den Grund irgendwie nicht, warum wir jetzt halt hier nach unten durchfallen sollen. Ich sehe es nicht. Ich weiß und das sehe ich hier auch, wir stehen hier im Außenstab, der nach oben irgendwie halt da halt gerade angeklopft, nicht mal, ne? Sondern hier ist ein Außenstab da oben. Ja, klar, ne? Aber erstmal sind wir im Aufwärtswind hier und von daher ist das für mich das Naheliegendste, dass wir, nachdem das hier unten fast wirklich identisch an der gleichen Stelle gehalten haben, nochmal das Hoch dann testen, um dann zu sehen, ob es oben rausgeht, als dass wir jetzt halt hier mit ein bisschen Anlauf nochmal runterkommt. Das ist aber nur meine Meinung, ja. Und aber eben für mich Grund genug zu sagen, ich bin da lieber eher auf der Long-Seite unterwegs, als da jetzt irgendwie zu verbissen drauf zu hoffen, dass es runtergeht. Ich habe auch so Sachen gelesen wie irgendeine amerikanische Investmentbank hat da auch irgendwie ein Statement dazu abgegeben, so von wegen Crash im März und weiß ich nicht was, ja. Ja, was soll man da sagen, ne? Also am Ende weiß es doch keiner und auch keine Großbank und keine Investmentbank alleine macht den Markt, ne? Und die leben auch davon, dass andere verkaufen. Das darf man dann auch nicht vergessen. Ne? Das heißt,
Wenn ich irgendwie einen Haufen Positionen irgendwie brauche zum Kaufen, dann sorge ich dafür am besten doch, dass die anderen sie mir verkaufen. Ne? Ein Schelm, wer da Böses denkt. Aber da würde ich halt auch irgendwie nichts drauf geben. Und nur weil es der und der gesagt hat, heißt es auch nicht, dass es so passiert. Ne? Wenn jetzt halt irgendwie aber tatsächlich jemand, der irgendwie, weiß ich nicht, Millionen von irgendwie Aktien von Unternehmen XY hat, irgendwie sagt, ja, nächsten Monat wird's ein Crash, wir verkaufen, ja, dann kann man, okay, dann kann man irgendwie was drauf geben und das vielleicht dann auch glauben, aber nicht in irgendwie in so einem Markt, wo so viele Blue Chips halt ja eben auch drin sind, da kann nicht einer einfach herkommen und sagen, das ist so und am Ende ist es dann halt so. Ja, am Ende hat immer irgendeiner recht, das ist auch klar, ne? Aber das hat genauso viel Bedeutung, wie wenn sich jetzt einer von uns hier hinstellt und das hat irgendwie orakelt. Ne? Die Iden des März, ja. Ja. Also kann ich auch wirklich nur davor warnen, sich da zu viel irgendwie beeinflussen zu lassen. Ne? Das bringt nichts. Beziehungsweise es macht einen einfach nur, hilft einem nicht gerade dabei, den Markt sauber zu handeln. Also im Daytrading schon dreimal nicht. Ne? So, das hier hilft mir aber auch gerade nicht, um mal wieder zurück auf den DAX zu kommen. Das halt hier einfach so nada passiert. Aber wirklich gar nichts gerade. Ne? Also hier kam ja nichts mehr nach. Irgendwie einmal kurz ins Plus gelaufen. Das war es dann auch schon. Wenn der jetzt wirklich die Stunde so enden will, hier am Tageshoch von gestern, dann würde ich tatsächlich dann auch schon wieder überlegen, das Ding zu drehen, um dann halt eben nach oben rauszulaufen, ne? Um dann halt eben da dabei zu sein. Und das hier auch, steht auch nur auf der Stelle, war schon irgendwie 12 Punkte vorne, jetzt wieder irgendwie nix. Ach ja. Aber das hier sieht leider, was heißt leider? Also für den Trade hier ist es ein leider, aber für die generelle Richtung nicht. Das heißt, ich würde hier da oben auflösen. Ne? Und zwar mit einer kleinen Drehung, auch wenn die vielleicht dann, also ich würde mir dann halt jetzt die Position quasi umbauen. Das heißt, also wenn wir jetzt hier oben rauslaufen und egal wie groß jetzt halt meine Position wäre, ich würde dann hier oben anfangen, langsam zu drehen, nicht das Ding am Stück, ne? Weil wie oft ist es so, dann dreht man und dann kommt er da wieder 10 Punkte runter, dann denkt man so, oh nein, es geht da doch runter, dann dreht man nochmal, dann geht es wieder 10 Punkte rauf und dann ist der Tag im Arsch. Ja? So, aber was man machen kann, ist zum Beispiel halt die Tendenz dann abfangen und dann sagen, gut, dann fange ich halt eben langsam an zu drehen, also auf der Oberseite. Hier könnte man jetzt auch sofort ganz drehen, ja. Wenn man irgendwie daran glaubt, dass das Ding jetzt noch nach oben auflöst. Ich habe aber langsam so den Eindruck, hier löst gar nichts nirgendwohin auf, sondern wir stehen da irgendwie nur rum. So, und weil auch der DAU irgendwie hier, ne, es kommt alles nichts aus dem Quark. So, was ich sagen wollte, ist, wenn man also einer Tendenz folgen will, auf der Oberseite, kann man ja auch zum Beispiel erstmal anfangen, langsam zu treten. Wir haben ja auch noch nicht viel hier an Bewegung gemacht. Das heißt, also wenn ich jetzt hier, wo ist halt hier mein Break-Even? Der ist ja halt irgendwo bei 660, ne, 35 Punkte. Also wenn das heute die Tagesbewegung war, dann weiß ich auch nicht. Von daher 35 Punkte, wenn das Ding dreimal so weit läuft, ist der Loser auch schon wieder drin. So, man kann natürlich dann auch sagen, ja gut, dann drehe ich halt ganz, ja, aber nicht hier, weil wenn dann wieder 35 runterkommt, bin ich genauso weit wie vorher, ne, und habe das Problem dann eher verdoppelt. Und von daher würde ich halt bei so einer Geschichte dann halt eher so anfangen, langsam zu drehen, vorausgesetzt, das Bild zeichnet sich dann auch wirklich so ab, dass das Sinn macht, ne? Kann schon sein. Also wenn ich mir jetzt halt hier den M15 angucke, im DAX, der stützt sich schon relativ gut hier unten. Der hätte für meine Begriffe aber schon nochmal hier reinlaufen können. Ich glaube auch immer noch, dass der halt hier nochmal hinkommt auf die 650 und da nochmal irgendwie am Kassaschluss von gestern nochmal Luft holt, bevor er dann halt eben nach oben läuft. Ne? Von daher mit Vorsicht zu genießen, so eine Drehung hier auf der Oberseite,
Vielleicht auch eher nicht, ich weiß es nicht, ne? Aber den kriegen wir jetzt wahrscheinlich hier in dem Webinar wohl tatsächlich nicht mehr auf, beziehungsweise zu den Trade, so wie es aussieht. Wir können noch ein paar Minuten dranhängen, aber auch nicht allzu lange. Also, weil dafür ist die Wohlheit leider zu gering. Und da hätte ich dann halt irgendwie, hätte ich ein bisschen besser machen können, die Geschichte hier. Beziehungsweise natürlich hier auch einfach mehr auflösen und dann halt oben wieder einskalieren oder wie auch immer. Aber das sieht schon eher aus nach, ich will und muss nach oben. Aber wir stehen halt auch irgendwie oben. Von daher ist das mit Long nicht so einfach. Ne? Und er kann auch immer noch sauber zurücksetzen. Das hier ist die Stunde nochmal. Das heißt, gehen wir nochmal einmal einfach von dem SMA-Prinzip aus, würde ich jetzt eigentlich eher sagen, dann lass den doch mal hier auf die 655, auf den SMA 20 nochmal zurückkommen, bevor er nach oben rausläuft, nachdem er ja vorher drunter geschlossen hat und das Ding jetzt wieder gekauft wurde. Da kann er ihn auch jetzt wieder abholen. Ja. Und 655 ist ja wahrscheinlich eh auch, ja gut, 10 Punkte höher als das, wo ich eigentlich hin will, aber macht eigentlich schon Sinn. Ja. Von daher hier oben drehen, sau schwer. Also weil der kann, oder ich sehe es einfach kommen, dass der hier oben jetzt nochmal ein neues Hoch macht und dann doch wieder hier runterläuft. Wäre jetzt nicht so wahnsinnig selten. Ne? Also von daher, also jetzt nicht mitten in der Stunde. Ne? Deswegen, ich habe ja vorhin, habe ich den ja oben drin gelassen, habe auch gesagt, na gut, hier oben könnte man auch drehen, aber jetzt nicht irgendwie, nachdem die Stunde jetzt durch ist und irgendwie hier der Impuls gerade schon wieder irgendwie einschläft, nicht. Ja, also da will ich dann eher sagen, nee, dann setze ich lieber hier oben noch einen nochmal dran, den ich hier aufgelöst habe und gucke, dass ich mir den hier im Rücklauf irgendwo auflöse und dann das Ding nach Long drehe, als dass ich jetzt halt hier mich mit dem Short beziehungsweise mit Drehen auf der Oberseite da halt verzettle. Das ist glaube ich, keine gute Idee. So, aber nichtsdestotrotz, die Zeit wird leider nicht reichen, ja, um das Ding hier zu Ende zu führen. Ich kann ja versuchen, das irgendwie nochmal in der Gruppe, wie immer, dann halt zu machen. Also ich glaube, man hat verstanden, was ich mir vorstelle. Also die Bewegung hier, die ist jetzt erstmal vom Tisch, aber die hier, ja wohl nicht wirklich, ne? Also das heißt, hier nochmal zumindest kurz zurück und dann hat er auch die Chance, dann halt oder sauberer nach oben wegzulaufen. Ne, irgendwie sowas. Und das ist so das, was ich, wo ich halt jetzt denke, okay, das macht Sinn, das kann man mal irgendwie kurz abwarten. Was heißt kurz? Es darf ja auch ein paar Stunden dauern. Aber halt, im Webinar wird es wohl irgendwie nichts mehr werden. Und im DAO halt auch, ne? Das gleiche in Grün. Es steckt dann zwar hier im H1 mit so einer Kerze da oben drin, irgendwie kurz ein neues Hoch und kam dann halt auch schon wieder nichts. Das heißt, der ist gleich in Grün. Man sieht ja auch hier, ne, sind immer wieder Widerstände an der Stelle. Der kann halt auch, muss nicht, kann aber mal eine Etage tiefer Luft holen, kann auch hier nochmal hinlaufen, kann dann nochmal runter. Ne, aber dass das Ding jetzt hier einfach so hier oben wegläuft, mit dem bisschen Volumen, was da halt heute aus Frankfurt da halt irgendwie kam, da habe ich so meine Zweifel dran. So, also. Für die Wohler, die da jetzt am Ende hier ist, kann ich natürlich jetzt wieder nichts. Ne? Und von daher glaube ich, diesmal nutzt da auch irgendwie so zu tun, als wären wir fertig und wahrscheinlich auch nichts nutzen. Gucken wir uns das Ding mal an. Ich werde es nachher mal in der Gruppe updaten, in der Facebook-Gruppe. Und ist ja auch hier unten im Rolltext eingeblendet, wo die ist. Also falls jetzt hier jemand irgendwie neu ist und das nochmal irgendwie nachvollziehen möchte, was da passiert, kann sich ja gerne mal dazuklinken. So, ansonsten bleibt mir jetzt erstmal nichts übrig, als mich zu bedanken, dass ihr da gewesen seid, mit ganz viel Geduld. Ja, auch die meisten wieder so, ich bin mit mir jetzt nicht so, soll ich sagen, ja. Keine Ahnung, ich muss da mal drüber nachdenken, ob ich das von meiner Seite gut finde oder nicht, das so zu machen. Aber es ist jetzt auch nicht irgendwie so, wo ich sage, ja, hier komplett anders machen können müssen. Ich weiß nicht.
Also da bin ich auch noch nicht so überzeugt davon. Auch wenn der Markt sich jetzt im Endeffekt, also im Nachhinein jetzt hier so ein bisschen wieder bullisch darstellt, schon wieder, ne? Also ich meine, ich bin ja grundsätzlich bullisch unterwegs, aber ich weiß nicht, ob ich das so glauben soll und ob ich den Trade, wie ich ihn gemacht habe, wirklich so schlecht finden soll. Also nur weil er dann halt eben mal nicht aufgeht, wobei es ist noch nicht durch, ja. Also für das Webinar jetzt ja, ist es durch. Da bin ich jetzt nicht während der Stunde da rausgekommen, ist ein paar Mal ins Plus gelaufen. Aber mal sehen. Ich weiß es nicht. Also 50-50, keine Ahnung. Habe ich irgendwie keine Meinung dazu. Wenn jemand meint, das war irgendwie Mist, weil, dann kann man das wirklich auch reinschreiben, ne? Also ich bin da überhaupt gar kein Böse drum. Aber ich sehe es halt nicht, warum das irgendwie, also, ne? Wie gesagt, ich weiß es nicht. Wenn es nachher irgendwie, wenn es ab hier komplett durchs Dach klatscht, dann war es natürlich doof. Dann habe ich da wahrscheinlich was übersehen, aber bis jetzt ist das nicht der Fall. Das Einzige, was ich sehe, ist, dass es halt dauert und ich das hier im Webinar nicht zukriege und da oben nichts kommt. Also von daher, ich glaube noch nicht so dran, dass das wirklich ganz falsch war. Nur das Timing vielleicht nicht, ne? Das Timing war dann nicht gut. Dann, das gestehe ich dann gerne ein. Das Timing hätte besser sein können. Gut. Aber Nelson, ne, sieht so aus, als müssten wir noch mal 10 Minuten quatschen, weil er kommt gerade wieder. Aber wir machen es diesmal nicht, ja. Sondern das artet hier sonst aus, ne? Und Nicht, dass du die aber Position noch am Freitag hast bei den NFPs. möglich ist alles, ja. Möglich ist es. Also, ne, so, nein. Also, ja, ne, es geht nicht weiter. Wir haben immer noch kein neues Hoch. Das heißt, Kommt noch von zwei, hier drei kann ein Wörter neues Hoch mehr. kommen. Sollte eigentlich ein neues Tief kommen. Also wahrscheinlich geht das Ding auf, nur eben nicht hier im Webinar. So, aber wir machen jetzt hier Schluss. Ich habe noch ein paar andere Sachen zu tun. Der Nelson bestimmt auch und ihr vor allen Dingen halt auch. Und als hier mir den ganzen Tag zuzuhören. Und also nochmal danke. Habt einen schönen Tag. Macht was draus. Passt auf euch auf. Und das letzte Wort hat auf jeden Fall der Nelson. Und wir sehen uns am Freitag. Ganz Ja, wichtig zu den NFPs, ne? wir sehen zumindest dich wieder am Freitag, 14:15 geht es dann hier weiter. Vielen, vielen Dank, Dirk, für das Webinar, für deine Zeit heute. Natürlich auch ein riesen Dankeschön an alle, die dabei waren. Ja, die wird. Oh, wolltest du noch was Nein, sagen? nein, nein, ich habe Oder noch was anderes mit dir. geht der Trade jetzt doch auf? Willst du das Bild wieder Nein, 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 nein. haben? Okay. Was wollte ich sagen? Ja, erfolgreiche Woche, schönen Tag, passt auf eure Trades auf. Bis Freitag, 14:15 wieder hier. Dankeschön, ciao.